Die Farbe Grün ist im Zusammenhang mit Oscar Scaglione schon noch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber Sie kennen ja die Symbolik, die mit dieser Farbe verbunden ist. Und gerade bei Uli Forte dürften nicht wenige Hoffnungen mit dem Namen Scaglione verbunden sein. Also dann, auf in Spiel 1 mit dem Spezialisten für Standards, also auch Eckbälle. Gonsalves, Lang, ja um Gottes Willen, was macht denn da der gute Michael Lang? Natürlich ist das kein Stürmer, aber den muss er einfach machen. Egal, ob er nun Verteidiger, Torhüter oder Materialwart ist. Immerhin, das war ja trotzdem kein schlechter Start für die St. Galler, die mit Nushi zur nächsten großen Möglichkeit kamen. Zwei ganz dicke Chancen in den ersten 10 Minuten. Von Thun war erst nach einer Viertelstunde etwas zu sehen, dafür gleich was mit Gehalt. Neumeyers Gewaltschuss zwang Germano Vailati zu einer Gewaltsparade. Toll von beiden. St. Gallen hatte aber Vorteile, keine Frage. Regazzoni. Aber das war dann zu bescheiden. Ja, von optischen Vorteilen lässt sich nichts kaufen. 0:0 zur Pause. Noch warteten die St. Galler auf entscheidende Impulse von Oscar Scaglione. Und die gab es dann tatsächlich. Scaglione, super Pass für Lavric. Lavric, aber der schaffte es nicht bis zum gegnerischen Torhüter David da Costa. Dafür sorgte Stipe Matic. Die Thuner bisher, wie gezeigt, mit einer einzigen Torchance hier wieder im Vorwärtsgang. Taljevic! Aber Vailati zeigte sich auch für die zweite Herausforderung bereit. Dann wieder die St. Galler. Scaglione, Doppelpass mit Regazzoni. Aber erneut war dann der Abschluss einfach zu schwach. St. Gallen ging dann etwas die Luft aus. Thun witterte sogar noch die Chance zum Sieg. Freistoß Lüthi. Und dann segelte der eingewechselte Andrist am Ball vorbei. Ja, den kann man auch machen. Die Nachspielzeit lief. Wieder Freistoß Lüthi. Matic mit dem 0:1. Das durfte aus St. Galler Sicht ja alles gar nicht wahr sein. Was machte denn da Gonsalves? Blieb wie angewurzelt stehen die Nummer 16. Das gibt's ja gar nicht, ließ Stipe Matic einfach gewähren. Thun führte. Aber es war noch nicht vorbei, noch nicht ganz. Abeklen, nein! St. Gallen schaffte es nicht mehr und verlor zu Hause gegen Thun mit 0:1. Auch Oscar Scaglione hatte es nicht richten können. Wirklich bitter für die St. Galler, die nach dem Spiel nach Worten rangen. Ja, dass wir verloren haben und dass wir ein dummes Tor gekriegt haben und leider Gottes nicht gepunktet haben. Das Wort zum Uli Forte. Es gibt im Moment überhaupt keine Worte. Wir haben am Dienstag Verwaltungsratssitzung und dort werden wir alle Dinge besprechen. Gibt es irgendeine Tendenz schon, was Sie abgesehen? Nein, das habe ich Ihnen gerade beantwortet. Am Dienstag haben wir die Sitzung und das wäre auch so gewesen, weil die nicht außerordentlich ist, sondern normal geplant. Und dort werden wir alle weitere Vorgehensweisen besprechen. Dem Trainer öffentlich das Vertrauen aussprechen, tönt anders. Für Uli Forte ist das wahrlich kein gutes Zeichen. Affaire à suivre.